Warum hast du so große Leadpreise und andere in der gleichen Branche wiederum nicht? Das ist das Thema in diesem Video. Ich möchte dir einige Sachen zeigen, worüber man eigentlich nicht spricht, weil die meisten suchen dann die Fehler in der Werbeanzeige. Sie suchen wirklich nach irgendwelchen Hooks oder Phänomenen, die sie einfach dann auf andere Lead-Levels hebeln, um zu skalieren. Aber vielleicht liegt der Fehler ganz woanders. Und das ist ein Video, von dem man wirklich sagen kann, darüber spricht kaum einer oder nur wenige und verlieren sich meistens dann in Ads, in irgendwelchen Erstellungen von Ads. Sie erstellen teure Videos, um einfach irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt läuft es wieder. Kurz und knackig, dieses Video zeigt dir tatsächlich sehr viele Bereiche, wo du sagen würdest, oh, das habe ich gar nicht so gesehen. Und ich möchte auf diese Beispiele eingehen. Es gibt eine Seite, und zwar von Meta selbst, also von Facebook, Best Practices zur Verbesserung der Qualität und der Performance deiner Werbeanzeigen. Alle denken natürlich dann wieder, okay, meine Werbeanzeigen sind schlecht, ich brauche besseres Copywriting, ich brauche einen besseren Hook, ich brauche bessere Bilder oder ein komplettes Video. Meistens ist das hier tatsächlich falsch, weil eventuell ist die Anzeige richtig, aber sie wird falsch eingeschätzt. Warum? Weil es gibt einen Schätzungswert von Meta, das bedeutet, deine Anzeigen werden genauso wie die Konkurrenzanzeigen, also alle Mitbewerber, ob du jetzt Dienstleistungen machst oder Lead-Gen, egal was du machst, die werden immer verglichen. Und ich kann dir aus diesen Fehlern, aus unserem Coaching, wo ich das immer sehe, bei Teilnehmern, wo die teilweise Wochen mit verlieren, weil sie dann nur an der Werbeanzeige basteln, aber dann merken auf einmal, hey, das war's aber gar nicht, sondern die Fehler sind woanders. Und hier zeigen wir, was aus unserer Sicht beim Betrachten und nach dem Anklicken einen negativen Eindruck hinterlassen kann, zum Beispiel auf Landingpages. Wenn deine Werbeanzeige eine der folgenden Eigenschaften aufweist, kann die Komponente Anzeigenqualität des Anzeigengesamtwertes sinken. Es bedeutet also, wenn nach dem Klick deiner Werbeanzeige dann die Landingpage bestimmte Parameter aufweist, dass deine Werbeanzeige teilweise 3, 4, 5 Mal teurer ausgespielt wird wie deine Mitbewerber. Und das ist zum Beispiel ein Riesending, wenn man Lead-Generierung macht. Lead-Generierung im Massenstil, das bedeutet, wenn man irgendwelche Reports hat, man hat Neukundenanfragen, man generiert Leads für irgendwelche Videos oder Webinare vor allen Dingen, dann hast du da Unterschiede zwischen 3, 4 Euro bis 30, 40 Euro, also das Zehnfache. Und da gehen wir jetzt drauf ein. Also, Richtlinienverstoß ist natürlich das Erste und das Gravierendste, was man machen kann. Aber es gibt auch sehr viele Sachen unter Domains und allen möglichen Dingen, die dann natürlich den Preis auch hochkalkulieren. Und machst du das erneut, das heißt, du schaltest eine Werbeanzeige, die geht da drauf. Und machst du das dann mit der nächsten, wird diese automatisch auch viel teurer, weil diese Landingpage schon zum Beispiel schlecht behaftet ist. Und das kann natürlich das ganze Werbekonto auch runterdrücken. Der Pixel lernt fehlerhaft an, die Leads sind viel teurer. Und woran man minderwertige Inhalte erkennen kann, du siehst es hier, zurückgehaltene Informationen anzeigen, bei denen Informationen zurückgehalten werden, damit die Betrachter auf einen Link klicken. Bedeutet Linkbaits, also typische Aufforderungen für, hier steht es auch, wie du diese und andere Formen von Clickbait entfernst, erklären wir in unserem Best Practices zum Posten auf Facebook. Meistens hast du irgendwie sowas wie Superlativen drin, also unfassbare Erkenntnis oder der heilige Gral im Online-Marketing oder irgendwelche Sachen enthüllt, typisches Ding, also so übertriebenes Wording von Online-Marketern, die dann sagen, die neueste Studie oder die neuesten Erkenntnisse enthüllt von XY und wie ich 1 Million erreicht habe, sowas. Das ist natürlich kompletter Bullshit, weil das ist purer Clickbait. Und Facebook merkt das. Sie merken das anhand von sogenannten Bounce Rates und Verweildauern. Aber dazu kommen wir gleich. Das ist zum Beispiel der erste Punkt.
Dann Sensationshascherei, das heißt übertriebene Überschriften, das was ich gerade auch gesagt habe. Man sieht es hier anhand diesen Beispielen. 7 absolute fantastische Eigenschaften von Möhren. Ja? Jetzt mal ganz im Ernst, die Möhren können dich auch nicht über Wasser laufen lassen. Also ganz auf dem Teppich geblieben. Solche übertriebenen Headlines sind mit das Schlimmste, was du machen kannst. Und das zieht sich dann von Facebook-Werbeanzeige, also von der Ad bis zur Landingpage durch. Und da ist zwar die Abstimmung von der Überschrift da, ja, das heißt, man spricht von dieser Kohärenz. Man kennt es ja von mir, dass ich jetzt jedem immer wieder sage, achte auf die Kohärenz. Aber wenn das alles übertrieben ist und Facebook merkt das, dass du einfach irgendwas übertreibst, damit viele Klicks reinrutschen, damit viel geklickt wird und viele Besucher draufgehen, aber die Interaktion und diese ganzen Surfverhalten auf der Seite nicht da sind, dann fliegt dir das um die Ohren und es wird teilweise 3, 4, 5 Mal direkt teurer vom Klickpreis. Und das merkst du anhand von CTRs, die gehen zwar hoch, Klickpreise gehen auch hoch, CPMs gehen deutlich höher. Du wirst teilweise 5-mal größere CPMs haben als sonst in dieser Zielgruppe von dir. Und das ist sehr, sehr gefährlich für dich. Weil auf ein Jahr hochgerechnet, wenn du immer mit der gleichen Sache fährst und du merkst zwar, es funktioniert, aber es kann deutlich besser funktionieren. Und das ist immer das, was ich auch gerne sage, was ist deine Messlatte? Also wenn du jetzt irgendwie Marketer 0815 Marketing machst oder irgendwelche bekloppten Anzeigen, die machen zwar ihr Ding, aber im Endeffekt könntest du 5-mal mehr verdienen, wenn du das richtig anpacken würdest. Engagement Baiting. Es bedeutet sowas wie, wenn ich Aufforderungen auf den Werbeanzeigen anspiele, sowas wie kommentiere mit Ja oder früher habe ich ganz oft in bestimmten Graubereichen etwas gemacht, wo die Leute ganz stark das kopiert haben und in ihre legalen Bereiche übernommen haben, sowas wie Info bitte in den Kommentaren, um dann einfach so eine Schleife, ich habe es damals als Medienbruchkampagne eingeweiht in Deutschland und diese Medienbruchkampagnen kamen aber aus einem anderen Aspekt rein. Das heißt, wir wollten eher die Policy umgehen und deswegen haben wir kommentiert und dann in der Nachricht über einen Autobot natürlich dann andere Sachen ausgespielt. Aber wenn du sowas mit deinem legalen Business machst, diese Aufforderung, etwas zu tun, dann wird das sehr einfach rausgefischt, weil es immer die gleichen Phrasen sind, mit denen gespielt wird und das läuft dann in einen sogenannten Softfilter von Facebook und zack, wirst du viel teurer ausgespielt, in den Auktionen viel deutlich runtergedrückt. Du musst also mit dem Budget deutlich skalieren, um wieder in den größeren Auktionen aufzutauchen. Dann, woran man minderwertige Ergebnisse nach den Anklicken erkennt, einschließlich Landingpages, keine substanziellen oder eigene Inhalte. Das heißt, es gibt keine Substanz. Es sind erfundene Inhalte, es sind irgendwelche eigenen Inhalte, meistens bei Supplements zum Beispiel zu sehen, wo irgendwie so ein Pseudo-Arzt oder irgendwelche verrückten Sachen da gezeigt werden. Also es gibt keine Substanz dahinter. Und das ist sogenannter Thin-Content, also sehr dünner Inhalt, den wir dann natürlich beachten müssen. Und Facebook sieht das direkt. Im Vergleich zum Inhalt unverhältnismäßig viele Anzeigen. Bedeutet, es gibt gar nicht so einen erarbeiteten Inhalt auf der Landingpage. Meistens sind das eher viele Informationen, die wirklich aus dem Background kommen, wo vieles begründet ist mit Quellenangaben und so weiter. Dann spricht man von unverhältnismäßigen Anzeigen zu Inhalten. Das heißt, viele Anzeigen, aber wenig Content auf der Seite. Deswegen, die Seite kann auch mal länger sein mit viel Begründung, mit viel Testimonials. Pop-ups, Anzeigen oder andere Sachen, also man kennt es ja aus der Vergangenheit, wenn ich die Seite verlasse, kommt auf einmal ein Pop-up, wenn ich die Seite betrete, kommt auf einmal ein Pop-up und irgendwann wirst du erschlagen von diesen Pop-ups, du musst nur noch x'en und zwar 10 Sekunden, damit du rauskommst aus der Seite, sowas. Unerwarteter Inhalt, auch das ist auch eine spannende Sache. Früher hat man sogenannte Brückenseiten entwickelt, um auf sogenannten Roboter, diese Crawler, von Facebook auf eine Seite zu bringen, einen etwas anderen Inhalt zu zeigen und dann auch vielleicht einen Krypto-Inhalt, einen nicht zugelassenen Krypto-Inhalt oder zu verleiten. Das heißt, unerwartete Inhalte werden heute auch über Brückenseiten sehr gut rausgefischt. Das heißt, das ist falsch. Du klickst auf etwas, es kann ein Gewinnspiel sein und da steht jetzt teilnehmen. Auf einmal kommst du auf ein Gewinnspiel, dieses Gewinnspiel verschwindet zum Beispiel und es erscheint eine andere Seite
und man wird eigentlich eher in die Irre geführt. Genauso wie der nächste Punkt, das heißt Irreführung durch Inhalte, durch falsche Inhalte und Aussagen. Also ganz, ganz vorsichtig sein. Wir messen die Anzeigenqualität auch anhand weiterer Nutzersignale. Und diese kennen wir, Werbeanzeigen verbergen. Das heißt, wenn die Leute sagen, okay, warum sehe ich diese Werbeanzeige verbergen, passiert das im Wiederholungsfall, wird es nochmal deutlich weiter runtergedrückt. Die Anzeige wird deutlich teurer und weniger ausgespielt. Anzeigen melden, wenn es jetzt zum Beispiel sehr komische Inhalte sind. Absprungrate der Landingpage ist ein sehr wichtiger Punkt, den ganz viele nicht auf dem Schirm haben. Die Absprungrate ist die sogenannte Bounce Rate. Das heißt, ich klicke auf eine Ad, ich erwarte etwas, was mir in der Ad versprochen wird. Ich werde umgeleitet auf die Seite, ich bin auf der Seite und sage, okay, das passt gar nicht zusammen. Das führt ja auf alle diese Punkte hinaus, das passt gar nicht zusammen, ich gehe wieder zurück. Das bedeutet, ich habe vielleicht eine oder zwei Sekunden auf der Seite verbracht und klicke zurück auf Facebook. Das ist die sogenannte Absprungrate, also diese Bounce Rate. Verweildauer auf der Seite, einer der wichtigsten Punkte, wenn es Informationen und Videos auf der Seite zu lesen gibt oder zu sehen gibt. Da wird auch sehr viel Verweildauer also getrackt. Deswegen gibt es auch im Events Manager bei Facebook eine Verweildauer als Messlatte oder als Messevent, die du einfügen solltest. Dann geht es weiter auch noch in nicht jugendfreie Inhalte, nicht funktionierende Landingpages. Auch das ist ein Thema, wenn die Ladezeiten zum Beispiel komplett übertrieben sind. Das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte, über den ganz viele nicht reden, weil Mobile Landing Pages und Desktop Landing Pages laden sehr unterschiedlich teilweise. Und wenn du mobile irgendwo in den Bergen bist, dann hast du nicht gerade den besten Empfang und dann lädt die Seite vielleicht nicht perfekt. Also auch sowas ist abwertend. Minderwertige oder störende Inhalte. Störende Inhalte ist, wenn da irgendwelche suspekten Grafiken sind oder einfach zu viele Grafiken überladen. Und. Reißerische Inhalte, alles selbsterklärend und unrealistische Ergebnisse. Das ist ein Punkt, der mit am meisten abgelehnt wird von den Anzeigen, wenn zum Beispiel Coaches oder irgendwelche Trainer, Dienstleister ein Versprechen reinsetzen auf die Landingpage, was aber nicht garantiert und belegt ist. Das heißt, es gibt keine Beweise, es ist einfach nur unrealistisch dahergesagt. Und das sieht Facebook nicht gerne. Genauso wie Google und TikTok auch, aber das bezieht sich hier auf Meta. Ich zeige euch mal eine Seite, die bei uns sehr gut funktioniert. Das ist die Landingpage der Ads Mastery. Hier gehen wir auch wirklich auf fundamentale Inhalte ein. Die ist sehr kurz und knackig, wo sehr viel gezeigt wird über die Inhalte. Alles ist aufgeführt und bewiesen mit Aussagen und am Ende ist auch noch mehr aufgeführt, für wen ist es geeignet, für wen nicht, mit einer Q&A und das ist eine typische Seite. Dann gibt es veraltete Seiten, die einfach nicht mehr funktionieren. Ein typisches Beispiel, die ich jetzt hier aufgerufen habe in der Wayback Machine, das ist eine Seite hotton.de, die gehört mir, ich weiß gar nicht, ob sie noch meine ist, müsste sein. Das ist meine Seite von 2005, also fast 20 Jahre her. Da habe ich Klingeltöne und irgendwelche Sachen verkauft bei Google und auf anderen Portalen. Und da sieht man, das ist völlig veraltet, das ist nicht mehr zeitgerecht. Das sind so typische Seiten, die nicht mehr funktionieren oder gar nicht mehr gut angenommen werden. Also, das sind die Best Practices zur Verbesserung der Qualität und der Performance. Und das ist der Unterschied, warum du teilweise bei Leads vielleicht 3 Euro ausgeben kannst oder 4 oder 5. Aber andere wiederum 25, 30, 40, 50 ausgeben, weil sie das komplett rauslassen und immer wieder nur an der Ad schalten. Also, beherrsche das, nimm dir das wirklich auf die Agenda, wenn du Media Buyer bist, wenn du Online-Marketer bist oder als Dienstleister mit solchen Dingen zu tun hast. Das könnte einiges verändern. Gute Geschäfte und bis demnächst.